Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Keller. Ich habe mich so ein bisschen versteckt hinter meinen Schachteln hier, beziehungsweise hinter deinen Schachteln mehr oder weniger, oder bald deinen Schachteln. ja, bei mir ist Uwe. Hallo. Hallo, grüß dich von Skellig Games. Habe ich das richtig ausgesprochen? Perfekt. Genau. Du bist gar nicht so weit entfernt von mir beheimatet. Boah, diese Dinger sind echt schwer. Und da habe ich mir gedacht, ich lade dich einfach mal ein in meinen Keller und wir setzen uns einfach hin, quatschen ein bisschen über deinen Verlag, der ist ja noch relativ jung. Und damit die Leute auch einfach mal einen Eindruck bekommen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Denn du hast jetzt eigentlich mit der Übernahme der Eagle Griffon Games einen ziemlichen Paukenschlag gelandet, würde ich fast sagen. Also haben schon viele Leute dann nach deinem Verlag geschaut und haben mal geguckt, wer verbirgt sich eigentlich dahinter. Und deswegen habe ich gedacht, wir nutzen die Gunst, dass wir so nah beieinander wohnen. Und ja, da bist du. Schön, freut mich. Ja, schön dass du da bist. Prima. Danke. Ja, fangen wir doch mal an, erstmal mit deiner Person, weil dich kennen ja wahrscheinlich gar nicht so viele. Du bist ja so auf einmal da, entstanden als Brettspielverlag, erschienen. Ja. Wie lange spielst du denn schon und was spielst du denn am allerliebsten? Also spielen tue ich eigentlich schon immer. Ich denke, das geht den meisten von uns so. Hat in früher Kindheit, Jugend angefangen. Mit den Klassikern damals, Monopoly, man darf das Wort ja nicht sagen, aber ja, solche Dinge eben. Und hat sich über die Jahre einfach gehalten. Ne? Mhm. Und irgendwann fing es dann auch an, dass ich überlegt habe, eigene Spiele, was könnte man denn so machen? Das Ganze aber ohne eine gewisse Konsequenz. Einfach mal so ein bisschen was erfunden, ausprobiert, gemacht, getan und nie irgendwie was draus gemacht. Und dann hatte ich vor 10 Jahren hatte ich mal so einen kleinen Schub, wo ich dann gesagt habe, ich versuch's mal, habe mich dann auch mit ein paar Prototypen bei Verlagen beworben, war mal in H auf der Spieleerfindermesse in München. Und da ist das aber auch wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Ne? Und das fand ich immer sehr schade. Und dann habe ich vor 2 Jahren nochmal einen Anlauf gestartet und habe gedacht, jetzt machen wir es mal richtig. Und dann fiel mir aber auf, dass ich eigentlich Lust hätte auf das Gesamtpaket. Also nicht nur Spiele selber entwickeln, sondern eben auch die Verlagsarbeit. Also was Redaktionelles machen, Spiele von anderen Autoren anschauen. Aber auch dann auf Veranstaltungen fahren, auf Messen fahren etc. Und ja, dann habe ich ein bisschen geplant und gemacht und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt fangen wir mal an. Und so ist dann Skellig Games entstanden. Genau, und das erste Spiel, was ihr rausgebracht habt, glaube ich, war Concerto. Genau. Das habe ich mir ja mit Julia auch schon mal angeguckt. Ein Spiel, was ich jetzt persönlich gar nicht so in Erwägung gezogen hätte. Aber mir hat es irgendwie dann doch Spaß gemacht. Schön. Da habt ihr ja so ein bisschen, das war so der erste Aufschlagpunkt, wo ich manche schon mal so ein bisschen wahrgenommen habe. Ich glaube, war das Essen letztes Jahr oder vor 2 Jahren schon? Nee, das war letztes Jahr. Der Verlag gegründet hat sich vor 2 Jahren, aber dann natürlich ging es erstmal los mit eigenem Spiel etc. produzieren lassen, sodass wir dann letztes Jahr zum ersten Mal in Essen waren und das war dann auch der Zeitpunkt, als wir das Concerto zum ersten Mal dabei hatten. Und ja, dann ging es ja, war erstmal ein bisschen Ruhe und dann ging es jetzt richtig los. Das heißt, du hast angefangen jetzt, hast den Deutschlandvertrieb sozusagen übernommen, kann man das so sagen? Ja, es ist der Endkundenvertrieb im Moment noch. Wir reden noch über den anderen Teil, aber im Prinzip ist das so, ja. Genau, für alle Spiele von Eagle Griffon Games. Ja. Die sind ja bekannt, das sind ja insbesondere die von Vita Lacerda, sind aber auch noch ein paar andere ja dabei. Ja, es gibt ja auch noch dieses Fleet zum Beispiel, ich glaube, das ist auch von denen, Fleet the Dice Game steht auch bei mir da drüben irgendwo rum. Zählt sowas dann auch dazu? Also hast du wirklich das gesamte Programm jetzt unter deiner Ägide? Ja, wir haben das gesamte Programm, wir haben gesagt, und das ist auch für EGG, ich sage jetzt mal EGG, ist das auch okay, dass wir das nach und nach machen. Also dass wir nicht alles auf einmal jetzt gleich ins Programm nehmen, sondern erstmal mit den Lacerda-Sachen anfangen. Und dann gucken in den nächsten Monaten, Jahren, dass wir die anderen Spiele auch ins Programm nehmen. Es gibt ja noch Age of Steam, es gibt jetzt hier Struggle of Empires, was jetzt hier gerade als Kickstarter lief. Nächstes Jahr kommt dann das Kanban Electric Vehicles in der Deluxe-Version. Und so machen wir das Schritt für Schritt. Aber im Prinzip umfasst das komplette Programm von Eagle Griffon Games, ja. Und da habt ihr euch ja auch ziemliche Schwergewichte jetzt rausgesucht. Sag ich mal, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so auf einmal so einen Spielevertrieb übernimmt für so, sag ich mal, ich meine, in der Vielspielerschicht sind die ja schon sehr hoch geschätzt. Sag ich mal, du hast auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen jetzt dadurch, kurzfristig. Wie muss man sich das denn vorstellen? Kriegst du dann einfach palettenweise das Zeug nach Hause geliefert? Hast du da irgendwo ein Lager angemietet? Wie funktioniert das denn überhaupt? Also, weil ich stelle mir das ziemlich krass vor, wenn man da auf einmal so sagt, so, ich mache jetzt hier solche Riesenkisten. Das ist ja schon ein kleiner Unterschied, ob du dein Concerto, das ist ja recht übersichtlich. Ja. Da kriegst du auf so eine Palette, weiß ich nicht wie viel, von denen kriegst du ja nur ein paar wenige in so einen klassischen Karton rein. Da sind 4 Stück, dann ist der voll. Ja.
Das heißt, du brauchst ja auch Lagerplatz und so weiter. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie entsteht denn sowas eigentlich dann? Also im Prinzip hört sich das an, als wärst du dabei gewesen. Es war krass, klar. Und wir mussten alles nach und nach lernen und aufbauen und tun das auch jetzt noch. Das Lager ist in Holland, also das europäische Lager ist in Holland, sodass jetzt die Transportzeiten dafür auch nicht so groß sind, sodass wir nicht große Mengen bestellen müssen, weil innerhalb von 1 bis 2 Tagen können wir Nachschub bekommen. Ja. Okay. Trotzdem haben wir jetzt natürlich was angemietet. Wir haben einen kleinen Lagerraum angemietet, wo wir die Sachen dann unterbringen können, weil, wie du sagst, auf eine Palette passt halt nicht halb so viel wie bei Concerto. Und das Gewicht ist natürlich auch immer ein Thema. Mhm. Also die Dinger wiegen durchschnittlich 4 bis 5 Kilo pro Stück. Kann man sich ausrechnen, ne, was da so, so eine Palette dann wiegt. Kommen wir nochmal zum Thema Lokalisierung. Mhm. Einige sind ja schon lokalisiert. Vinyos, The Gallerist bei Escape Plan. Ich glaube, das ist auch schon lokalisiert, komplett fertig. Oder zum Teil zumindest. Das ist in Arbeit. Das heißt, die Anleitung, wir lokalisieren ja erstmal die Anleitung, ne, weil das, die Spiele sind ja grundsätzlich relativ sprachneutral. Ne. Das ist ja bei den ganzen Lacerda-Spielen so. Und auch in diesen Ausgaben. Das heißt, die Anleitung ist erstmal das Wichtigste. Das machen wir gerade bei Escape Plan und die wird auf jeden Fall spätestens in Essen dann zur Verfügung stehen. Okay. Bei den anderen Spielen gibt es teilweise schon was. Wir setzen das aber nochmal um, kontrollieren das nochmal. Teilweise sind da auch noch Fehlerchen drin. Und das werden wir auch so nach und nach mitbringen. Also für The Gallerist, Lisboa und Vinyos. Okay, das heißt, da geht ihr komplett auch nochmal über die Anleitung, über Spielerhilfen oder was genau. auch immer dabei ist. Und genau. das kann man dann als Upgrade-Pack quasi kaufen. Jein, also wir machen erstmal hauptsächlich die Anleitung, also das, was wir selber produzieren können, ohne dass wir jetzt wieder den kompletten Produktionsprozess anstoßen müssen. Nee, das meine ich ja damit. Also genau. Man genau. kann dann die Anleitung genau. gesondert vom Spiel, wenn Richtig. Ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt das Escape Plan zum Beispiel in Englisch, genau. ich hätte gerne die deutsche Anleitung, die kann ich dann bei dir noch nachkaufen sozusagen. Genau, wir werden die Anleitung zum relativ günstigen Preis, also fast zum Selbstkostenpreis anbieten. Wir wollen damit jetzt kein großes Geschäft machen, sondern wollen einfach die Möglichkeit bieten, dass wenn ich das Spiel jetzt noch nicht habe, dass der Anreiz vielleicht größer ist, weil ich es eben mit einer deutschen Anleitung gleich erwerben kann. Mhm. Aber wenn ich das Spiel schon habe, so ist zumindest der Plan, dann kann ich die Anleitung bei uns nachkaufen für einen relativ geringen Preis. Ich kann jetzt noch keinen nennen, das kommt natürlich auf die Produktionskosten an, aber mehr als ein paar Euro wird das nicht sein. Mhm. Jetzt ging es ja weiter mit Eagle Griffon Games oder EGG, wie du immer so schön abkürzt, oder Eck. Eck, genau, ja, Eck. Auch schön. Die haben jetzt ja das nächste große Spiel von ihm quasi schon auf die Palette geschoben beim Kickstarter, On Mars. Ja. Da seid ihr ja quasi dann schon direkt im Boot gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen? Von Anfang an, oder? Jein, wir sind quasi auf das startende Boot ein bisschen aufgesprungen. Mhm. Also der Kickstarter war schon durch oder am Laufen, als wir dann diese Sachen vereinbart haben. EGG hatte da schon auch eine deutsche Version geplant. Das war jetzt gar nicht unser Verdienst, dass es das gibt. Aber dass wir sie eben dann quasi nach Kickstarter vertreiben dürfen, das ist jetzt das Schöne. Mhm. Und dementsprechend gibt es das dann demnächst auch. Das ist noch leider noch nicht auf dem Schiff, sondern noch in den Maschinen. Und mittlerweile ist es ja, glaube ich, auch bekannt, das wird leider in Essen nicht verkauft werden können. Mhm. Wir haben ein paar Exemplare da, das heißt, es kann gespielt werden. Und begutachtet werden, aber die Exemplare für die Kickstarter-Leute und auch für die anderen, die kommen dann leider erst im November. Okay. Ja, das ist ja schade, aber nicht zu ändern. Ja. Okay, jetzt war es natürlich so, es passt jetzt leider sehr gut, dass im Vorfeld so ein bisschen Irritationen aufkamen zu der deutschen Übersetzung. Ja. Da gab es so ein paar Sachen, die schon gepostet wurden, die gezeigt wurden, wo noch Fehler drin waren und wo viele dann Angst hatten, oh Gott, ist das jetzt tatsächlich das, was ich kriege? Das ist ja schrecklich. Mhm. Und ja, es gab so ein bisschen kleinen Shitstorm. Vielleicht kannst du nochmal dazu was sagen, was da passiert und wie wird es jetzt ausgebügelt sozusagen, dass das Ganze fehlerfrei kommt. Also im Prinzip haben wir uns ja dazu schon erklärt, wir möchten das so ein bisschen mit unserer Unerfahrenheit entschuldigen. Ne, das haben wir auch getan. Darf auch in dieser Form nicht passieren. Wir hatten das große Glück, dass die Teile, die es betraf, und zwar war das Rulebook, das Referencebook und die Spielerhilfe, dass die noch nicht produziert waren, sodass das jetzt auch nichts mit dem Termin zu tun hat. Ne? Der Termin, die Terminverschiebung, die stand vorher schon fest. Und Glück deshalb, weil wir jetzt die Möglichkeit hatten, da nochmal rüber zu gehen. Und jetzt wird eben ganz normal, diese verbesserte Version wird jetzt drin sein in den deutschen On Mars. Also im Prinzip alles gut. Da geht auch ein Riesendank an die Community. Ne? Die meisten waren auch sehr verständlich und haben uns total viel geholfen. Da sind wir sehr dankbar für. Und es geht auch ein Dank an mein Team, die sich auch total reingekniet haben über 5 Tage hinweg und an unseren Übersetzer.
und aber auch an die Jungs von EGT, ne, weil die eben auch uns zur Seite standen. Und alle gemeinsam haben wir dann jetzt eine wirklich gute Version auf die Beine gestellt und die wird jetzt eben auch ganz normal als deutsche Version im Paket drin sein. Das heißt, nur die deutsche Version kommt später oder en masse insgesamt kommt später? Insgesamt, genau. Wie gesagt, das hat keinerlei Zusammenhang. Genau, diese Verschiebung war vorher schon klar. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach im Produktionsprozess so gewesen, dass das Spiel zwar fertig ist vor Essen, aber die Schiffe nicht vor Essen ankommen, weil das ja nicht alles per Luftfracht verschickt werden kann. Es ist kostentechnisch nicht zu stemmen. Und der Rick, der Chef von EGG, wird Spiele einfliegen, sowohl Englisch als auch Deutsch, als auch vermutlich andere Sprachen, damit wir in Essen was zum Spielen haben. Da werden eben ein paar Exemplare eingeflogen extra, aber für die Masse ist das einfach nicht zu stemmen, deshalb kommt die per Schiff und das schafft es eben nicht bis Ende Oktober. Puh, das war eine spannende Zeit, nehme ich an, für euch. Spannend und herausfordernd. Ja, das letzte Wochenende hatte wenig andere Dinge zu bieten als dieses Thema. Gut. Dann lassen wir das einfach mal hinter uns jetzt mit den großen Dingern, weil du hast ja noch mehr im Gepäck eigentlich. Du hast noch ein Eigengewächs dabei, Ambrosia. Mhm. Der Titel ist jetzt im Moment für mich nicht so schön, weil Ambrosia ist auch eine Pflanze, die ein starkes Allergen hat, gegen die ich aktuell ein bisschen mich wehre. Da habe ich schon den nächsten Shitstorm wahrscheinlich. Nein, kein Problem. Nein. Also Ambrosia ist ein Eigengewächs von dir. Ja. Wie man sich schon denken kann, geht es dabei um Honig und um Bienen. Ja. Und dann hast du noch ein Spiel vom Daniel Bernsen, glaube ich. Genau. Da habe ich den Titel Mice to Meet You oder richtig, irgendwie so ähnlich. Perfekt. Ja? Vielleicht sagst du einfach nochmal was. Erstmal vielleicht zum Spiel vom Daniel. Was verbirgt sich dahinter? Ja. Das hat auch eine sehr spezielle Optik, finde ich übrigens. Ja, das war auch ein bisschen Absicht so. Ne? Das war so ein bisschen, sollte so ein bisschen comicartig sein. Und der Daniel Bernsen hatte das Spiel in Ratingen dabei, ne, und bei den Prototypen, die dort von den Autoren gezeigt werden, und es hat das total gut gefallen gleich. Wir kannten den Daniel auch vorher schon. Und dann hat sich das so entwickelt über die nächsten Wochen, ne. Er hatte so ein bisschen Lust, das bei uns zu machen. Wir hatten so ein bisschen Lust, das mit ihm zu machen. Und dann haben wir das relativ schnell eingetütet. Und es geht darum, es ist ein Kartenspiel und wir haben ja in letzter Zeit jede Menge Roll-and-Write-Spiele und der Daniel hat da was ganz Neues gemacht, und zwar ein Roll-and-Discard. Das heißt im Prinzip, man hat eine bestimmte Hand von Karten und versucht, die loszuwerden. Und das macht man eben über Würfeln nach gewissen Regeln. Das heißt, man würfelt 5 Würfel und sucht sich dann seine Würfel raus, dass man die entsprechenden Karten ablegen kann. Und alle anderen Würfel können dann, wie das bei diesen Spielen so oft ist, von den anderen mitgenutzt werden. Und man kann sich aber auch gegenseitig so ein bisschen behindern, indem man sich Nüsschen zuschiebt und dann quasi Zahlen von anderen mitnutzen kann oder verändern kann. Und da das durchaus so ein bisschen Gemeinheit beinhaltet oder auch diese Mäuse, die man loswerden muss, das sind ja Mäuse, die bei mir im Haus sind, die möchte ich loswerden, haben wir die Mäuse so ein bisschen feist grinsend gestaltet, so ein bisschen unverschämt, und das war so der Hintergrund dieser Geschichte. Ja, ja, und das eigene Spiel, was du rausbringst, da muss ich irgendwie immer denken, es gab schon mal so ein nettes Bienenspiel mit so einer, aber eher so eine 8-Bit- Waggle Dance hieß es genau, mit so einer 8-Bit-Grafik. Okay. Das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Aber vielleicht erzählst du erstmal was zu deinem Spiel, dann kann ich das nochmal ab. Ja, gerne. Sagt mir jetzt im Moment gar nichts. Das hat das Ambrosia, also erstmal, der Titel ist natürlich der göttliche Nektar und nicht die allergene Pflanze. Ja, so gemeint. Zum Glück. Genau. Das Thema der ganzen Sache, um mal ganz ehrlich zu sein, ist eigentlich so ein bisschen Zufall gewesen. Es ist so, dass ich bisher immer eigentlich, wenn ich selber was entwickle, das Thema in den Vordergrund stelle und vom Thema her entwickle. Und jetzt bei Ambrosia habe ich gedacht, ich mache es mal andersrum. Überlege mir einfach mal irgendeinen Mechanismus, gucke, ob der funktioniert, ob ich ein Spiel daraus machen kann. Und das war dann in dem Fall so, mit dem Hintergedanken, ich kann ja da jedes Thema dann nachher noch draufsetzen. Und das war dann ein echtes Problem, weil wir dann, glaube ich, eine Liste hatten von 50 Themen oder so. Und ich hatte schlaflose Nächte, was nimmst du denn nun? Und dann haben wir sogar in Herne, haben wir dann die Leute, die Test gespielt haben, haben wir abstimmen lassen, welches Thema wir nehmen sollen. Und nach vielen Abstimmungen und Beratungen kam dann immer das Thema Bienen, die über eine Blumenwiese fliegen. Denn es ist ein Laufspiel, ein taktisches Laufspiel, wo du mit deinen Figuren über einen Rundkurs ziehst und auf diesen Feldern dann Punkte machen musst. Und das kann man so ein bisschen über Bienen darstellen. Das ist ein Bienenschwarm, der fliegt eben über die Wiesen und macht dann an verschiedenen Blumen verschiedene Mengen Honig, also verschiedene Mengen Punkte. Und das Spannende ist, dass du eben nicht nur normale Bienen hast, sondern auch spezielle Bienen, Sonderbienen, die dann... Sonderbienen. Da gibt es dann zum Beispiel die Rebellin, die kann dann nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts fliegen. Und dann gibt es die Schwerlastbiene, die dann die doppelte Menge Honig ernten kann und so weiter und so fort.
Und das Schöne ist, dass du dir diese Sonderbienen während des Spiels selber aussuchen kannst, sodass jeder so ein bisschen seine eigenen Taktiken zustande bringen kann, je nachdem, welche Bienen er sich aussucht und dadurch dann eben, dass die Taktiken sehr unterschiedlich sein können. Mhm. Genau. Und ja, das haben wir mit dem Christian Opperer gemacht als Grafik, als Illustrator, und das war ein Glücksgriff. Also das gefällt uns sehr gut, ja, was daraus geworden ist. Und ja, mal gucken, wie das ankommt. Das kommt beides auch zu Essen raus, ja. En masse anspielen, und die beiden erscheinen dann. Und genau. Escape Plan, glaube ich, habt ihr auch noch in Essen dabei. Ne? Escape Plan haben wir in Essen dabei. Das darf erst ab Essen verkauft werden. Das ist aber eine interne Geschichte. Das heißt, das ist schon da. Ja. Und die beiden anderen, die sind produktionsmäßig auf Anfang Oktober terminiert. Das sollte eigentlich genug Luft sein, dass sie da sind. Ich habe jetzt leider kein Exemplar mit, weil das unterwegs ist, das Handmuster, was wir haben. Sonst würde ich es mal zeigen, aber die sind auf jeden Fall da. Ja, jetzt haben wir ganz viel gesprochen darüber, wie bist du eigentlich an das Ganze rangekommen, was hast du so vor, was sind denn so die nächsten Schritte? Hast du schon einen Plan, wie es jetzt weitergehen soll, bestimmt einen kleinen zumindest, oder sagst du, ich warte jetzt erstmal ab, dass ich hier den ganzen Haufen geregelt kriege, weil, wie du eben schon gesagt hast, wenn du nach und nach alles lokalisieren willst, die haben einen ganz guten Backkatalog, glaube ich, noch an Sachen, die da schlummern. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an das Fleet, das gibt es ja auch schon auf Deutsch, meine ich. Dann Fleet the Dice Game ist jetzt als Kickstarter gekommen. Ja. Alleine mit den beiden hast du, glaube ich, ein ganz schönes Bündel, weil das auch so schöne handliche Spiele sind, die aber doch eine ganz gute Tiefe haben. Was sind so die nächsten Schritte, die du planst, wenn du jetzt Essen dann überstanden hast? Ich sage wirklich überstanden, weil es wird schon, glaube ich, eine Herausforderung, sowas zu stemmen. Ne? Definitiv, weil wir auch so viele Termine mittlerweile schon haben. Wir sind zum Glück dieses Jahr zu viert auf dem Stand, sonst wäre das, glaube ich, gar nicht zu stemmen. Mhm. Du hast völlig recht, ETG hat einen super tollen Katalog, wo wir uns noch bedienen können. Wir machen das Stück für Stück, weil wir ja auch immer ein bisschen Marketing dahinter hängen müssen. Das heißt, wir müssen das ja auch bewerben, wir müssen zeigen, wir haben das jetzt, wir finden das toll, wie findet ihr das? Und wenn man das alles so auf einmal macht, wird es natürlich schwer werden. Und dafür haben wir auch noch nicht die Reichweite. Mhm. Wir haben eigentlich keinen kleinen Plan, sondern wir haben ganz viele große Pläne. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, aber auch das Spannende, weil wir in alle Richtungen gehen wollen. Und ich denke, dass man das auch als Verlag muss. Ja, das heißt, einmal diese Geschichte, dann haben wir natürlich auch wieder Eigenentwicklungen, die wir gerne bringen würden. Die sind jetzt mal nicht von mir, weil ich komme im Moment sowieso nicht dazu, sondern wir gucken uns bei anderen Autoren um. Wir waren auch in Göttingen, haben da ganz viele spannende Prototypen mitgebracht. Wir bekommen auch ab und zu mal was zugeschickt, wo wir dann gucken und machen und tun. Und dann gucken wir uns auf der anderen Seite um bei ausländischen Verlagen ganz dolle und gucken, was wir da vielleicht mal lokalisieren können. Da sind ein paar spannende Projekte bei. Und was wir auch machen wollen, ist auf jeden Fall mal unseren ersten Kickstarter angehen. Einfach, weil wir auch gerne mal was Komplexes selber rausbringen wollen. Mhm. Also nicht lokalisiert, sondern tatsächlich selber. Und das ist bei so einem kleinen Verlag halt mit der Vorfinanzierung schwierig, wenn es was Großes ist. Ja. Deshalb ist da Kickstarter das Mittel der Wahl. Was es werden wird, steht noch nicht fest. Aber das sind so die Pläne für nächstes Jahr. Mal gucken, was daraus wird. Also ihr habt euch viel vorgenommen. Ja. Wie ist es eigentlich, ich nehme an, du machst das nicht hauptberuflich momentan, sondern quasi fast auch zweigleisig, wie viele auch. Ja. Das heißt, das kommt ja auch noch dazu, ist ja auch ein bisschen anstrengend manchmal wahrscheinlich. Ja. Aber Ziel ist dann wahrscheinlich schon irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich nur noch Spiele. Das ist der Traum dahinter. Genau, das ist das, was halt wirklich toll wäre. Ne? Ob das klappt, da gehört neben Engagement und Können vielleicht auch noch eine Menge Glück dazu. Ja, ein bisschen, ein Quäntchen Glück. Wie man ein Quäntchen Glück, genau. Ja. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich nicht nur als Autor weitergemacht habe, sondern auch als Verlag, weil da die Chance einfach größer ist. Ne? Mhm. Als Spieleautor, das weißt du auch, gibt es vielleicht in Deutschland eine Handvoll, die davon leben können. Das wäre schon viel. Ja. Deshalb auch unter anderem auch deshalb Verlag. Und es ist eine Menge Arbeit, das stimmt, aber es macht einfach unheimlichen Spaß. Ne? Ich weiß genau, was es in Essen für ein Riesenchaos wird, aber ich freue mich total, weil das einfach so spannend ist, mal, wenn man viele Jahre auf der einen Seite steht und jetzt das Ganze von der anderen Seite erleben darf und auch mitbekommen darf, wie toll diese Szene ist, was ich in den ersten Veranstaltungen, wo ich war, schon für eine Unterstützung bekommen habe. Und man kann auch jeden ansprechen, jeden, wo man früher dachte, den kenne ich ja noch von irgendwelchen Spielen, ne? Dann geht man einfach hin und fragt und dann bekommt man geholfen und das ist einfach faszinierend, das macht einen Riesenspaß. Ja, das kann ich nur unterstreichen.
Ist ja bei mir nicht anders. Genau, also genau. Die Möglichkeit zu haben, einfach zu sagen, hey, ich lade dich mal ein, ja, du kommst her, ja, ja, ich fahre zum Frank Heeren vom Feuerlandspiel ja, mal hin, ich treffe Stefan Feld irgendwo ja, und spreche mit dem, als ja, würde ich ihn 20 Jahre kennen. Großartig. Das ist schon toll. Also die Community ist wirklich klasse, kann ich nur auch unterstreichen. Also ja, ist tatsächlich so. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Nicht, nicht nur Glück, sondern vor allem Erfolg dabei. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass alles glatt geht mit den Produktionen, mit den Übersetzungen, mit allen Plänen, die du hast. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt von euch. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Gute Heimfahrt und bis bald. Und tschüss an euch. Ciao. Tschüss.